Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu Outriders. Ich habe gerade gesehen, wir haben bei den letzten beiden Weltstufen gar keine Belohnung abgeholt. Das müssen wir natürlich nachholen. Einmal hier, einmal hier. Es gab zwei Waffen, wir gucken natürlich gleich mal, ob da was Schönes dabei war. Da haben wir hier ein 30er Magazin, aber weniger Schaden. 30er Magazin ist halt auch immer so verdammt wenig. Und das ist ein leichtes Maschinengewehr, 100er Magazin, macht auch ordentlich Schaden und verlangsamt Effekt. Klingt cool, zwar Maschinengewehr wird ein bisschen langsamer sein, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz okay. Und wir könnten mal eventuell noch eine Schrotflinte aufheben, hier oben. Und wir zerlegen jetzt einfach mal den Rest, damit hier wieder ein bisschen Ordnung im Inventar reinkommt. Irgendwas Komisches lauert im Vulkan. Wir werden uns darum kümmern müssen, um die Seilbahn zu nutzen, damit wir zur Antenne hochkommen und das Signal orten können. Das ist der Plan. Was haben die Soldaten gesagt? Zum Funkturm kommt man nur mit dieser Seilbahn. Wie wichtig ist dir der Funkturm denn? Nur da haben wir genug Reichweite. Wenn ich nicht zum Turm komme, um das Signal mit Hilfe deiner Frequenz zu finden, können wir auch gleich aufgeben. Dann mach's dir bequem. Wir werden eine Weile hier sein. Hab ein Date mit einem Vulkan. So sieht's nämlich aus. Ganz geile Landschaft hier. Aber ich glaube, es wird noch ungemütlich werden. Die Eiszapfen brechen wohl langsam ab. Zumindest habe ich gerade ein Knacken wahrgenommen. Weiß nicht, brauchen wir noch Muni? Ich glaube, wir waren voll. Was sagt unser Pfeil? Der sagt hier lang. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier Gegner rauskommen. Früher oder später. Da wartet doch schon das erste auf uns. Aber relativ easy. Ja, so Brandpfeile hier gegen Eismonster ist vielleicht... Ich sage immer Brandpfeile, Entschuldigung, ich vergesse den Namen. Brandkugeln, feurige Geschosse, irgendwie sowas. Hätten wir vorne eigentlich mal einsetzen können, um die Eiszapfen zu schmelzen. Aber ich glaube, der hat keine Hilfe gebraucht. Ah, der macht den Job ganz gerne. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen. Ich dachte, wir haben es schon hinter uns. Ah, die sind ja wirklich ganz easy. Alles nur Nahkämpfer, halten nicht viel aus. Ah, wir werden bald auf Feldstufe 6 kommen. Und dann wird es dann doch nochmal etwas schwieriger. Ein giftiger Perforo. Und erstes Gebiet bereits hinter uns gebracht. Und weiter geht's zum Vulkan. Räume die Felsen weg. Haben wir gerade erledigt. Ja. Ein Kreicher. Müssen mal schauen. Aber bis jetzt sieht es eigentlich easy aus, was er macht. Und er hält auch nicht unbedingt viel aus. Mist, das war ein bisschen zu kurz. Kommt hier noch einer? Yep. Au, 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 noch einer. Shit. Kann nur zwei im Auge behalten. Wie soll ich das machen? Müssen unbedingt erstmal den einen erledigen. Uiuiui, jetzt, was war das? Okay, Bodenstampfer-Attacke. Den einen haben wir, der hat irgendwie gefühlt ein bisschen gebackt. Zumindest hat er fast gar nichts gemacht. Und jetzt gibt's wieder ein bisschen Feuer unterm Hintern.
Auch alles easy machbar. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob sich das wirklich schon lohnt, jetzt anzufangen, die Waffen zu upgraden. Wir kriegen gefühlt alle 5 Minuten eh was Besseres. Was da nicht besser wäre, sich die ganzen Teile dafür, also Leder, Eisen, Schrott und so weiter, dafür noch aufzuheben. Für spätere Zeitpunkte. Wir müssen halt mal schauen, wie weit wir kommen. Wenn wir natürlich dann an einen Punkt angelangen, wo wir einfach zu schlecht sind, dann könnten wir das ja nachholen, aber wir uns jetzt aktuell schon groß damit beschäftigen, halte ich eher für nutzlos. Wie groß werden die denn noch? Fast jede Kreatur, der wir auf dem Planeten begegnet sind, hat sich seit unserer Landung extrem schnell entwickelt. Auf sehr unnatürliche und tödliche Weise. Passen sie sich an die Gefahr durch die Anomalie an? Oder werden sie von der Anomalie verändert? Das ist doch scheißegal. Hauptsache, die kommen nicht nah genug ran, um dich zu fressen. Da wartet eine kleine Spinne auf uns. Aber ich glaube, sie will noch nicht kämpfen. Sie möchte uns nur erschrecken. Wir stehen kurz vor Level 10 und Weltstufe 6. Räumen das Nest frei. Machen wir. Ja, das kann es doch noch nicht gewesen sein. Aber Pyromant ist natürlich auch ziemlich geil. Der Assassiner hat so eine ziemlich coole Zeitlupenblase. Kann er einfach irgendwo hinwerfen. Und alles, was da drin ist, ist halt in Zeitlupe, also Gegner, Schüsse und so weiter. Macht auf jeden Fall sehr Laune. Die 4. Klasse habe ich noch nicht kennengelernt. Da kann ich euch noch nichts zu sagen, aber wenn ich da mal was sehe, gebe ich natürlich auch gern Bescheid. Ich hätte vielleicht nicht so nah hier reinrennen sollen, weil die haben ja die Nester hier. Aber ich muss sagen, es läuft halt gerade echt so easy peasy mit den ganzen Tierchen hier, dass ich da ein bisschen übermütig werde. Selbst der Alpha ist mit ein paar Schüssen gebändigt. Und wir haben Level 10 erreicht. Das heißt, wir müssten doch einen Klassenpunkt bekommen haben, genau. Ziemlich unnatürlich aus. Was zur Hölle war hier los? Erhöht Waffenschaden um 10%. Erhöht Lebensentzug 6%, ich glaube fast. Ja. Werde unstillbar nehmen. Müssen wirklich schauen, gerade dadurch, dass wir Solo zocken, dass wir durch alles, was nur geht, wieder Leben kriegen. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er meinte mit unnatürlich. Eventuell nur die Tierchen oder im Moment ist irgendetwas vorbeigelaufen. Der nächste Schnellreisepunkt, dann nochmal die Muni aufgefüllt. Ist das jetzt noch eine Nebenquest hier? Weil wir müssen hier runter, ne? Ich würde sagen, wir machen erstmal die Hauptquest. Wir haben ja jetzt hier den Schnellreisepunkt, da können wir jederzeit wieder zurück. Dass wir dann noch die Nebenmission erledigen. Jetzt kommt Spinny. Nein, Spinny kommt immer noch nicht. Aber hier kommt doch was. Wusste ich's doch. Was haben wir hier? Eine Jungspinne. Ich glaube, die haben alle ein bisschen zu viel Lava gefressen im Vulkan. Wir können die alle einfach direkt wegbrutzeln. Schön. Da oben wieder Felsen freiräumen. Wir gucken nochmal eben. Vielleicht versteckt sich doch noch eine Truhe. Und wir können generell schon mal wieder ins Inventar schauen, weil wir hatten vor uns Loot. Wir
bekommen ein paar bessere Stiefel. Mehr waren leider nicht drin. Bin mal gespannt, ob wir im Laufe des Spiels noch Näheres über die Anomalie erfahren. Was es genau damit auf sich hat oder ob das einfach generell jetzt einfach da ist und nicht mehr hinterfragt wird. Natürlich auch schwierig, sowas zu untersuchen. Das Nest der Lavaspinne betreten. Wir gehen in den Vulkan rein und jetzt werden wir wohl der Lavaspinne begegnen, höchstwahrscheinlich. Oh shit, oh shit. Genau. Alter Schwede. Hier an der Stelle ein kurzer Schnitt, muss ich nur dazu sagen oder möchte ich euch dazu sagen. Ich bin jetzt schon zweimal gegen die Gute gestorben. Eigentlich waren wir sehr nah dran, aber das Problem ist, wenn du einmal zu langsam ausweichst und sie dich erwischt, ist fast ein Schlag und du bist tot. Das ist halt echt aktuell ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das schon hin. Ich möchte jetzt bloß das Video auch nicht auf eine halbe Stunde lang ziehen und ihr müsst euch angucken, wie ich hier zweimal sterbe. Deswegen kurzer Schnitt gesetzt. Jetzt machen wir den dritten Versuch. Ich hoffe doch sehr, dass wir es bei dem Versuch schaffen. Da haben wir natürlich ordentlich Weltstufe verloren. Wir sind sogar wieder auf der 5, ne? Ach du Scheiße, wir waren doch schon auf der 6. Wahnsinn, haben wir ganz schön viel verloren. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber das heißt ja auch rein theoretisch, dass wir sie jetzt auf der 5 haben. Und sie deshalb etwas leichter sein müsste. Weiß nicht, ob ich das schon beim zweiten Versuch hatte oder ob es jetzt gerade erst auf die 5 zurück ist. Aber man muss halt echt gucken, dass man nicht stirbt. Weil wir hatten schon ein gutes Stück der Weltstufe 6, wenn ich mich nicht täusche. Und das hat jetzt doch ganz schön viel gekostet. Sie ist halt ein ganz schön kleines Biest. Aua, hier, ihr seht's, guck mal, wir waren gerade voll vom Leben. Jetzt haben wir noch knapp über 100. Weil wir einmal nicht rechtzeitig ausgewichen sind. Das ist halt schon echt nicht ohne, ne? Aber an sich geht's eigentlich, ne? Sobald man weiß, was sie macht, geht's einigermaßen, aber wartet mal noch ab, da kommt dann noch eine schöne kleine Verwandlung und dann wird's irgendwie ganz schön eklig. So, jetzt holt sie ihre Kumpels ran. Das ist aber eigentlich das geringere Übel. Das war's schon. Bin jetzt, oh Gott, ja, ach, Wahnsinn, jetzt ging es sogar noch mit dem Schaden normalerweise, also vorhin hat es echt, kommt wahrscheinlich drauf an, wie sie dich trifft, aber hat echt mehr abgezogen. Wo ist sie jetzt? Hier drüben. Ja, jetzt bin ich doch ganz froh, dass wir diese Brandkugeln haben. Leinen machen zum Glück echt nicht viel Schaden. Ich zoome halt nicht mehr ran. Also ins Visier gehen, wenn wir gegen sie kämpfen, weil man muss einfach auf den Boden gucken können, was passiert, ob man irgendwo einen blauen Kreis um sich rum hat. Deswegen kämpfe ich hier nur aus der Hüfte raus. Ihr seht, wenn wir jetzt so kämpfen, wir haben keine Ahnung, die wird wahrscheinlich gleich wieder die Lava spucken. Das ist halt ein bisschen das Schwierige an ihr. Ja. Ach, hier kamen schon wieder kleine Biesters. Wieder erwischt, ne? Und ich bin direkt gesprungen. Sie meint's wirklich ernst, die Kleine.
Die gigantische Lavaspinne. Au, au, au. Aber es ist natürlich auch schön, wenn das Spiel einen gewissen Härtegrad hat. Ich mag das ja sehr, wenn man nicht überall einfach flutschi durchkommt. Aber dass wir natürlich so viel Weltstufe verlieren, hätte ich nicht gedacht. So, jetzt kommt ihre Verwandlung. Und jetzt wird's eklig. Und glaubt mir, wenn ich eklig sage, meine ich eklig. Wenn wir hier einmal in der ihr Lavazeug reinkommen, sind wir so gut wie tot. Jetzt geht's gerade, aber glaubt mir, das wird noch schöner. Ist sie jetzt schon tot? Hey, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, warum sie jetzt so schnell gelitten hat. Sie war in dem Versuch davor, in diesem Modus. Na gut, sie war wahrscheinlich, ich war auf Weltstufe 6 wahrscheinlich noch. Da habe ich bestimmt anderthalb, zwei Minuten draufgeballert und irgendwann bin ich einmal in die Lava reingekommen und dann war Schicht im Schacht. So, wir haben Titan bekommen und natürlich Ausrüstungsgegenstände. Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben. Ein was Besseres war dabei. Soll ich jetzt hier wirklich drauf? Okay, wir klettern hinauf. Und damit ist der Vulkan befreit. Das heißt, wir können die zweite Seilbahn nehmen, um zur Antenne hoch zu seilen. Du hast das Monstrum getötet, das sich in einem Vulkan eingenistet hatte. Wollte es eigentlich nicht mehr vorlesen. Das Vulkanproblem ist Geschichte. Du hast es getötet? Ich kann es kaum glauben. Fantastisch. Ich werde veranlassen, dass die Seilbahn vorbereitet wird. Wir könnten jetzt wieder zurückreisen und dem Captain Dunham Bericht erstatten, aber ich würde mit euch dann doch lieber noch die Nebenmission hier machen. Das sehen wir dann aber in der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Es wird tatsächlich immer schwerer, aber so gefällt mir das auch. Ich hoffe mal, dass wir die nächsten Folgen genauso viel Spaß haben. Bis dahin, macht's gut.